So, heute machen wir eine Wanderung und es geht von Escapeia nach Estellencs. Estellencs durchs Tramontana-Gebirge und nehmen euch natürlich wieder mit, um ein paar Eindrücke zu sammeln, die wir heute mitnehmen. Wir sind dabei. Das ist prima. So, hier haben wir Toni, unseren Wanderführer, der uns heute hier durchs Tramontana-Gebirge geführt hat. Und Toni, erzähl mal kurz, was wir heute für eine Tour gemacht haben, was wir für eine Wanderung gemacht haben. Ja, dann heute wir haben gemacht die erste Etappe von der Trockensteinmauer-Tour. Wir haben gewandert von Escapeia bis Estellencs, eine Etappe mit 16 Kilometer und 627 Meter Aufstieg. Und wir haben gewandert zwischen 5 Stunden und wir hatten Glück, weil es hat nicht geregnet, es gibt ein bisschen Wolken, aber wir hatten sehr gut Wetter und jetzt wir haben endet hier in Estellencs, ein kleines Dorf von Tramontana mit 300 Einwohnern, wo wir haben genossen ein sehr schönes Picknick. Was ihr hier im Hintergrund seht, beziehungsweise vorne seht, ist der Putsch Galazzo im Tramontana-Gebirge, einer der Hauptberge, auf den wir jetzt im Moment gerade zuwandern. Schönes Wetter heute. Sonne, das passt. Wow, was für ein Olivenbaum. Sehr schön. Auch schon ein paar Jährchen hinter sich. Tolle Olivenbäume auf der Finca. Hilfe, die sind alle viel schneller als ich. Immer die Kamera auspacken, einpacken, wegpacken. Das verlangsamt das Ganze irgendwie. Naja, muss ich wieder Gas geben, um aufzuholen. Jetzt hängt der Putsch Galazzo gerade richtig schön in den Wolken. So, jetzt geht es hier weiter Richtung Casas de Galazzo, Häuser von Galazzo. Und hier geht es jetzt gleich durch ein Tor durch. Und wir warten auf unser Wanderschiff. Da kommt unser Wanderschiff am Telefonieren. Und ab durchs Tor. So, das Tor haben wir hinter uns gelassen und jetzt geht es weiter auf einem Privatweg weiter Richtung Casas de Galazzo. Immer weiter folgen den Schildern von Casas de Galazzo, den Ausblick genießen, hoffen, dass die dunklen Wolken da hinten uns heute keinen Regen bringen, muss uns in Ruhe lassen. Mit den Kleinigkeiten zu essen. Jetzt sieht es aus, als ob sie über einem Privathaus vorbeigeht. Natürlich weiter Richtung. Eine Wanderherberge vielleicht, yeah. Ja, dass es eine Wanderherberge wird. Ja. Finca Blue, das ist jetzt, esso ist Finca de Galazzo. Das ist jetzt die Finca Galazzo, die der Staat von der Kurtaxe erworben hat.
Das heißt, hier ist eine kleine Kapelle und das gehört jetzt dem Staat, also uns allen. Diese Tour haben wir begonnen. Heute haben wir Treppensteinmauer-Tour. Warum? Weil wir können finden in vielen Orten diese Art. Für die Leute, die haben gewohnt in Tramontana, war sehr wichtig. Und die wichtigen Sachen waren der Kanal, die haben gemacht mit Stein für das Wasser und diese Diese Terrassen. Ja. Mit diesen Terrassen hier im Gebirge haben multipliziert die Produktion mit Agrikultur. Ja, weil sie damit aus dem Berg, flaches Land gemacht haben zum Anbauen. Ja. Und dann, wir können sehen hier dieses sehr schöne Haus mit diesem verschiedenen Style, mit dieser kleinen Stein in Haus. Dieser Style heißt bei der Mosina. Ja, und hier können wir in der Blüten. Ja. Sehr schön, ne? Das ist bei der Mosina. Und jetzt hier. Die Polische waren hier in der 130. Aber bevor hier gab es auch eine arabisch Bauernhof. Hier in der Gleichform. Aber diese Haus haben renoviert später. Der Katholische, hier kommen wir in der Familie. Also wirklich eine tolle Finca hier, die jetzt wie gesagt vom Staat übernommen wurde. Schön Innenhof. Ja, kann man alles offen besichtigen. So, diese Finca, die öffentlich gekauft wurde vom Arrondissement, also vom Arrondissement von Calvia, wurde am 16. Mai 2006 wohl dann hier von Calvia übernommen. Da hängen noch die alten Pferderinge dran, para los caballos. Ja. Das war hier, ist klar, für Sitz der Leute, aber auch war für nehmen die Pferde. Ja. Und mit dieser Sache können wir machen einfach so. Boden ist leer. Oh, im Garten könnte man noch ein bisschen was machen, aber trotzdem auch sehr. Sehr schön. Ja. Hier, wie gesagt, haben die Leute damals schon mitgedacht. Hier oben waren, was ich vorhin schon sagte, die Ringe dran, um die Pferde anzubinden. Und hier unten war eine kleine Mauer. Damit konnten die Menschen auf die Mauer gehen und von der Mauer auf die Pferde aufsteigen, was natürlich wesentlich einfacher war. Hier wurde früher Olivenöl gemacht und Olivenöl gelagert. Aber man sieht, das ist eine richtig alte Bauernfinca, die jetzt auch vom Staat auch wieder kräftig restauriert wurde und wird. Bodega de Oil. Uiuiuiui, das ist ja geil. Da ist die alte Ölmühle. Ah ja, genial. Da sieht man mal, wie geil. Ja, so wurde wirklich früher Öl gemacht. Zwischen diese Strohmatten wurden jeweils die Oliven gelegt. Dann wurden sie mit einer Presse einfach kalt gepresst. Hier wurden die Oliven auch gemahlen mit so einem Waldstein. Und ja, früher gab es keine Energie, dann wurden hier die Pferde eingespannt und man sieht es dann hier oben über diese Kurbel oder dieses, ja, wie nennt man es, Kettenwerk hier drauf und dann wurden hier
mit dem Lederriemen. Ja, gut, das war dann später, das sieht dann nach Motor aus. Also später wurde es dann natürlich irgendwann auch mit Motor angetrieben. Nicht mehr mit Pferden, aber ganz ursprünglich wirklich hier Pferde eingespannt. Die mussten im Kreis laufen und haben dann hier diese Olivenmühle und Presse und so weiter angetrieben. Sehr, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall wirklich mal eine Wanderung wert hier nach Casas de Galazzo. Hier haben wir jetzt die alte Ölmühle, also richtig cool, richtig schön. Da sieht man auch die alten Strohmatten, zwischen die dann die Oliven gelegt wurden. Und dann von oben mit Gewicht gepresst wurden. Hier einen Mühlstein, der die Oliven hier auf dieser Walze dann einfach drehend gemahlen hat. Und dann ist das Öl auch hier runtergeflossen. Und hier haben wir, wie früher Öl gemacht wurde, das heißt, irgendwie musste das ja angetrieben werden. Ja, ganz früher gab es nur Pferde, keine Elektrizität, also Pferde eingespannt. Hier oben drüber diese Kurbel angetrieben. Und diese Kurbel treibt dann nachher den Mühlstein ein, wenn die Pferde im Kreis laufen. Also richtig toll und auf jeden Fall mal für jeden eine Wanderung wert, sich hier mal auf die Finca Galazzo zu begeben. Muss man wirklich mal gesehen haben. Machen wir auch heute das erste Mal. Hier ist dann die Küche, wo früher die Erntearbeiter und so weiter dann nach Feierabend gegessen haben. Hier schön eingedeckt mit mallorquinischem Keramik und einer Tischdecke aus dem mallorquinischen Lengua-Zungenstoff. Also wirklich auch toll gemacht. Hier wurde dann früher gekocht, gegessen. Ja, hier muss ich jetzt gucken, es ist relativ niedrig. Ja, die Leute waren früher kleiner und hier saßen die dann nach Feierabend. Da war es relativ kalt und haben sich hier vom Feuer den Bauch wärmen lassen. Also auch sehr, sehr schön gemacht. Und wieder vorsichtig mit dem Kopf. Dieser Mann vorbereitet eine Getränke, als heißt Aigo und Neu. Wasser mit Schnee. Ja, ist gleich ein Granizado. Granizado, ja. Granizado, ja. Crush, so, ja. Kennst du diese Eiscrush? Ja. Und die Leute kennen nicht das Rezept. Es gibt Leute, die mochten kaufen diesem Mann das Rezept, aber der Mann mochte nicht verkaufen. Und die ist spektakulär lecker. Hier sind wir jetzt gerade an einem Kalkofen. Hier wurde dann vor vielen Jahren der Kalk, so wurde früher, also da drin wurde praktisch früher dann der Kalk hergestellt, mit dem dann gebaut wurde. Ja gut, man sieht jetzt eben noch nicht viel, aber hier ist ein Kalkofen, in dem wurde dann Feuer gemacht. Der Kalk, irgendwie über einen Monat musste er gebrannt haben und dann war der Kalk irgendwann fertig und wurde ins Tal transportiert, um dann dort verbaut zu werden. So, hier geht's weiter. Estellencs, 3 Stunden 40. Sehr beeindruckend. Ich glaube, es liegen noch 600 Meter Aufstieg vor uns, bevor es dann irgendwann wieder runter geht nach Estellencs. Aber es ist alles grün, obwohl unsere Bergseen eigentlich relativ leer sind. Aber hier im Gebirge ist es wirklich schön grün. Die Kulisse ist absolut beeindruckend. So, jetzt geht es zum Aufstieg und hier noch, bevor es hochgeht, kleiner Rundumblick. Doch, geht noch ein Stück. Geht immer noch ein Stück mehr. So, die Hälfte vom Ausstieg haben wir ungefähr geschafft. Und jetzt gibt es hier gerade eine Trinkpause.
Hallo. Und hier geht's noch weiter nach oben. Aber da siehst du schon, wie schnell die Wolken wandern. Die Erde dreht sich. Die Wolken stehen, die Erde dreht sich. Ja, fast oben angekommen. Ganz hinten, ganz hinten sieht man es mehr. Ich glaube nur, das wird man hier, weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, werde ich dann auf dem PC gucken. Aber jetzt sind wir fast oben, spektakulärer Ausblick hier auf dem Weg nach Estellencs. So, jetzt wirklich fast oben, ein Stück kommt noch. Ah, spektakuläre Aussicht. Lohnt sich auf jeden Fall mal. Das erste Mal, dass wir so eine große Wanderung machen auf Mallorca. In all den Jahren, muss man echt sagen. Man muss dann sagen, eigentlich zu spät. Es ist wirklich, wirklich toll. Es ist mal was komplett anderes. Wirklich was komplett anderes. Ja. Wirklich toll. So geht's hier die ganze Zeit. Nur mal kurz ein paar Meter laufen und filmen. Sollte man hier nicht allzu lange machen, weil doch wichtiger und besser auf den Weg zu schauen, statt aufs iPhone. So, noch bis da oben, dann noch mal einen Schwenk und dann stecke ich die Kamera auch gleich wieder weg. Und da kommt auch schon Sandra wie eine Bergziege angeklettert. In schnellem Schritt. Sag mal hallo, du hast kein Mikrofon dran. Hier, bei mir ist das Mikrofon. Herrlich, ne? Olli kommt auch. Und dann sind gleich wieder alle da. Und dann geht's weiter. Aufstieg geschafft. Sandra war die Erste, die ist vorne rausgerannt. Damit ich starke Männer habe. Olli ist hinterher. Nochmal, bitte sprechen Sie in dieses Mikro. Damit, wenn ich falle, mich drei Männer auffangen können. Da ist sie vorne hergerannt. Ja. Ja, das ist jetzt hier oben. Der Ausblick. Wir warten jetzt auf unseren Wanderführer, bis der kommt. Also, jetzt hört man es, glaube ich, wieder. Wir warten auf unseren Wanderführer, bis der kommt. Hier geht es jetzt wieder zurück. Da sind wir hergekommen. Casas de Galazzo. Wo geht es jetzt hier weiter? Rechts geht es nach Refugi Coma den Vidal. Doch Estellencs. Dann müssen wir wahrscheinlich doch nach rechts und dann hier weiter, nehme ich an. Ja, also ich vermute mal, dass es dann hier weitergeht. Aber wir warten jetzt hier ganz brav auf unseren Bergführer. Aber so wie es aussieht, ja genau, geht es dann hier und dann hier links weiter. Vermuten wir mal. Die laufen uns schon seit dem Start hinterher, die beiden. Was macht denn ihr hier? Bitte sprechen dieses Mikro. 1, 2, Test. Wo geht's hier zu McDonald's? Ich glaube hier lang. Gut. Hier geht's zu McDonald's. Drive-in. Wobei, wer ist schon bei McDonald's? Nachher gibt es lecker spanische Tapas. Ja. Da wird nichts McDonald's gegessen. Oh, jetzt ist aber kräftiger Wind hier da. Über dem Berg hat man jetzt direkt hinten tollen Blick durch die Pinien aufs Meer. Und jetzt geht es ab Richtung runter, ein Stück Richtung Estellencs und zieht da hinten wirklich, wahrscheinlich am anderen Tag, wenn es nicht ganz so diesig ist, noch besser. Dann erkennt man es noch besser. Aber das Blaue, was ihr da hinten unter den Wolken seht, das
ist das Mittelmeer, das wir jetzt hier gerade richtig schön sehen, nachdem wir den Ausstieg geschafft haben, über den Berg sind und es hinten wieder langsam abwärts geht. Guck, da ist ein Jogger. Hier gesagt, hier können die auch joggen. Ja, und wer mal vernünftig Sport machen will, der macht die Wanderung, die wir heute gemacht haben, wie die beiden hier, und joggt die Wanderung. Ja, es führt dich immer. Hoch immer lieber. Ja. Hola, buenas. Und rein geht's hier auf ein Refugi. Auf ein Pausenplatz. Aperitivo, por fin. Como llama este? Wie heißt das hier? Hier con, Refugi? Se Comandan Vidal. Refugi se Comandan Vidal. Und das ist eine Wanderhütte. Refugi für Wanderer. Aber du musst, es gibt keinen Service hier. Ah, okay. Du musst mieten den ganzen Refugi. Ja. Yeah. Und dann du kannst kommen mit deinen Freunden hier und bleiben hier. Okay. Musst du aber vorher anmelden, musst du online buchen, ja, ja, genau. Und danach geben dich die Schlüssel, ja, und du kannst kommen. Aber es gibt kein Restaurant, kein Service. Und noch 2 Stunden, 10 Minuten nach Este Jengs. Schön, sehr schön. Wollen wir uns da hinsetzen? Hola. Weiß nicht, frag mal, wo Toni hin möchte. Hallo. Und weiter geht's nach dem Päuschen mit ein bisschen Sobrasada und Trüffelpaté Richtung Este Jengs. Die Aussicht hier über den Berg direkt aufs Meer. Wirklich fantastisch. Ganz, ganz schön. Geil. Wahnsinn! Echt schön. Diese kleine sind die hier von. Nicht die andere. Hinten die andere geht bei der Mutter. Und weiter noch. 1:35 nach Este Jengs. Ah, da geht's weiter zum Putsch Galazzo. Also wenn du da reinlässt, kannst du zum Putsch de Galazzo laufen. Und eigentlich auf dem kompletten Abstieg immer mehr Blick. Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 Sandra. Oh, ich kann die Heide füllen. Ja. Die Flora und Fauna. Wow, guck mal links. Schön rosa. Wie alles blüht gerade. Ja, ist wie Lüneburger Heide. Ich rutsche noch ein bisschen. Das Geröll hier. Bisschen rutschi. Kleine Rutschpartie. Kleine Rutschpartie. An den Blumen vorbei, an den Rosanen. Sehr schön. So, kleine Waldwanderung. Runter Richtung Meer. Ich glaube, er sucht auch was. Ja. Es geht hier vom Berg, wir sind jetzt kurz über eine Straße gelaufen, ein Stück. Und jetzt geht es hier durch ein, ja,
Partie von welchen, kann man sagen. Mhm. Runter. In Richtung Meer, in Richtung Estejengs. Und jetzt wandern wir hier gerade durch. Und Sandra ist immer noch schön zu laufen. Dieses Waldstückle. Immer noch als Bergziege dabei. Waren es irgendwas über 600 Höhenmeter nach oben, richtig? Mhm. 630 oder irgendwas? 27, glaube ich, ja. Und jetzt geht es natürlich auch wieder nach unten. Und insgesamt 16 Kilometer. Die Tour geht insgesamt 16 Kilometer? Ja. Mhm. Okay, ist doch fast ein Halbmarathon. Tja. Ach, Wahnsinn. Und das in meinem Alter, wo ich erst Geburtstag hatte. Ah, der Wahnsinn. Jetzt geht es hier nochmal runter durch ein Kiefernwäldchen. War eine, oder ist insgesamt eine 16 Kilometer Wanderung mit 627 Höhenmeter nach oben. Und nach unten geht es natürlich dann auch wieder einiges runter. Leider. Ja. Ne? Sandra läuft immer lieber nach oben statt nach unten. Ja. Ui, was ist das hier? Ach, ein altes vom LKW. Mhm. Alte Betonmischer. Und hier hinten ist es Meer. Auch. Wie immer heute in dem Video, was sage ich immer? Toller Ausblick. Wieder toller Ausblick. Da unten wird gerade irgendeine Finca neu gebaut. Guck mal, ob man sieht. Pool neu, direkt am Meer, direkt an den Klippen. Ah, nicht schlecht. Unser Ziel erreicht. Alle feinen Bäume. Oh ja. Alles voll. Ja. Die Feinen, schön gut. Jetzt sind wir hier am Eingang von dem Ort Estejengs und haben praktisch unser Wanderziel erreicht. Ups. Ich wollte in die andere Seite schwenken. Hierher. Na, wie viele Jahre ohne Wandern, Schatzi? Oh, lang. Eine kleine haben wir mal gemacht. Eine kleine Wanderung haben wir mal gemacht. Aber eine große schon lange nicht mehr. Wie grün hier alles ist. Auch da unten Orangenbäume ohne Ende. Richtig grün. Hier, guck mal, Granatäpfel. Granatas. Nee. Doch, das sind Granatäpfel. Nee, Granatäpfel sind im Sommer. Das sind andere, das sind Äpfel. Ja, sind Äpfel? Ja. Okay, muss ich rausschneiden. Egal. Egal. Sieht trotzdem gut aus. Sieht so gut aus. Ja. Sieht cool aus. Ne? Escapdea, 5 Stunden, 5 Minuten. Von hier sind wir gekommen. Und jetzt sind wir da. Ja. Oh, lange Wanderung. Lange Tour. Kommt das hin auf 5 Stunden? Ja, kommt hin. Mit Pause, mit Besichtigung vom Galazzo noch ein bisschen länger. Mhm. Passt. Das sind Ausblicke, die man genießen muss. Das hier ist ein Hotel. Ist wirklich schön. Sehr, sehr schön. Mhm. Olivenbaum. Das muss man sich anschauen, genießt man hier. Schöne kleine Gästchen.
toll. So, jetzt ist das Finale angekommen. Finale, und jetzt gibt es hier kleine Schweinerei. Kleine Schweinereien zum Abschied. Genau, so war es, Toni. Vielen Dank für den schönen Tag. Danke dir. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Danke, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.